Ich habe die Kann Aufnahme ich erstmal vergessen gucken, was der anzumachen. Würfel so rausgibt? Xela ist wieder da und wir haben gerade einen Würfel hier entdeckt. So, jetzt seid ihr auf dem Laufenden. Das Schild sah gut aus. Komm, wenn ich da, hat er wieder Glück. Das ist echt gutes Schild. Wo war das denn? Großschwert der Spaltung. Ich spalte auch immer gern meine Gegner. Hier das Wasser und das. Guck mal, hier ist doch noch Ah, irgendwas. Ich habe doch. jetzt, also, guck mal, hier waren grüne Leuchten dran. Ich habe auf diese Zielscheiben geschossen, ne? Dadurch sind die grünen Leuchten ausgegangen. Hier muss doch noch irgendwas sein. Hier ist doch irgendwas versteckt. Gefühl. Da muss doch noch irgendwas sein. Oder vielleicht hat das oben den Zugang zu dem Ding erst freigeschaltet. Vielleicht war hier eine Tür oder sowas. Bereit zum Zauber. Das ist durchaus möglich, ja. Okay, wo meintest du, ist noch einer? Komm mal mit. Bei dem habe ich keine Ahnung, wie man da rankommt. Ach, du meinst wahrscheinlich das mit dem Gitter davor, oder? Was meinst du? Ist im Raum so drin, ne? Ich spioniere mit meinem Aha. rechten Auge. Augen. Das Ding kann man markieren. Das scheint mir auch gerade okay. Merkt ihr das? Aha. Mein Ja, nee, das meinte ich Lieblingsgefährte. nicht. Ich meinte eigentlich, ach nee, das war ein Schusser. Der Schusser, der hinter so einem Gitter war. Was anderes. Aber gut, durch die Markierung hat man gesehen, dass das ein Tor ist, das man öffnen muss. Ja, die Frage ist wie. Hallöchen. Hallöchen, Shadow. Frage ist wie. Irgendwas muss man hier bestimmt abknallen oder kaputt machen. Achso, komm mal hier hoch. Hier, beim Schiff. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Hier ist noch eine Seite. Eine Gedichtseite. Wir könnten eigentlich auch mal zu den Poeten gehen. Weil wenn man die... Gib Münzen den Armen, den Göttern schenkt Zeit. Gedenkt der, die auf Hilfe warten. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Ja, das wollte ich sagen. Wir können zu der Taverne gehen und da kann er den Rest von den Gedichten vorlesen. Von denen, die wir schon haben. So, ich habe keine Ahnung, wie man in diesen Scheißraum reinkommen soll. Ich weiß es absolut nicht. Ich habe hier alles abgesucht. Unmerkwürdig. Hier endet ja die Map da hinten. Von da aus kannst du auch nicht rein. Genau. Von Dann hätte ich unten? wohl gedacht, dass hier vielleicht mit dem Eingang. Übers Wasser Siehst du kannst du ja das? auch nicht, ne? Im Wasser stirbt man ja direkt. Aber dass Richte Kurs, das ganze deine Ding markierbar Aufmerksamkeit ist, das wusste hier ich halt auch nicht, ne? Aber Wie das sieht halt markiert man ganz klar überhaupt? aus, dass es irgendeine Mechanik geben muss, die das runterdrückt. Wie markiert man überhaupt? X. Ah. Cool. Schon merkwürdig. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ergibt sich das noch irgendwie mit der Story. Man kann auch nicht irgendwie an Sachen ziehen oder sowas, ne? Das geht nicht. Nicht, dass ich wüsste, ne? Die Laterne ist hier so ganz auffällig. Das da. Oh. Laterne zu schlagen? Was ist das zu schlagen?
Hinter? Dass vielleicht irgendwo was hinter ist. Nee, keine Ahnung. Kann er durchschießen? Ja, kann man. Ja, was bringt das halt, ist die Frage. Kannst du nur per Nahkampf kaputt machen. Dass man vielleicht drin irgendeine Mechanik sieht oder so, die man treffen muss. Da drüben. Da hängen Flaschen. Und die Flaschen abfallen? Nee. Also da ist nichts, da ist nichts. Die da hinten leuchtet ganz komisch. Die kann ich nicht anschießen. Doch, vielleicht so. Ja, keine auch Ahnung. Nicht. Vielleicht ergibt sie das einfach noch später. Meinst du? Weiß nicht. Na gut, komm, lass mal weitermachen. Dann lass mich mal eben hier in der Mitte kurz rein, da. Da ist bestimmt auch noch Loot, den ich abholen kann. In der Mitte? Du meinst hier beide? In der Taverne, da ist doch dieses Computerteil. Hm. Mit dem Verpa- also, wenn du Drops liegen gelassen hast. Genau. Und du, dann werden die dort gesammelt. Also wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo so einen Glückswürfel aufmacht und ich laufe da einfach nicht hin, weil ich den einsammeln will. Ich nehme halt sehr viel Loot nicht auf, was unter 300 ist, so vom Goldwert her. Da achte ich gar nicht, Alter. Ich heb einfach grün auf und aufwärts. Beziehungsweise wahrscheinlich bald, wenn dann umso mehr blaues Zeug droppt, werde ich wahrscheinlich das grüne auch liegen lassen. Keine Ahnung. Das irritiert mich ja echt mit diesen Schaltern. Hier habe ich alles aufgenommen. Und da oben kann man es verkaufen. Richtig gesehen? Hm. Ja. Naja. Habe ich ja wieder Items, ne? Ach Gott. Wo waren jetzt der. Wo waren die Verkaufsautomaten? 21 Schaden. Die macht 46, ja gut. Shadow fragt, wie es uns geht. Wie geht's dir, Zähler? Zähl mal. Ich bin gerade ein bisschen vollgefuttert, ansonsten geht's mir ganz gut. Vollgefuttert ist doch toll. Wo hast du das denn gefunden? Wird man das immer so müde, ne? Grenzwertig ist das gerade. So. Na dann. Bin gerade dabei, den nur zu verkaufen, den ich da aus der Kiste bekommen habe. Das ist der Xela. Nee, Marderer ist doch viel jünger. Hört man doch an der Stimme. Der Marderer war vor uns auch da. Es waren beide da. Der Marderer ist jetzt essen. Xela ist jetzt gerade vom Essen zurückgekommen. Und mal schauen, ob der Marderer heute nochmal wieder mit dazu stößt oder ob wir jetzt zu zweit weitermachen. Kannst du eigentlich also, schon Amulette tragen? Nö. Glaube ich nicht. Auch nicht, okay. Also ich kann einen Ring tragen, dann gibt es noch einen zweiten Ringslot und dann gibt es noch einen Amulett-Slot, ne? Ich finde jetzt plötzlich ständig Amulette, aber ich kann die gar nicht tragen. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ah, hier ist auch ein Amulett. Das, was wir gerade von der Quest bekommen haben, ist ein Amulett. Das Problem ist wahrscheinlich, wir sollen erstmal die Main Story vielleicht weitermachen, um das freizuschalten. Mhm. Du hast noch nie den Xela gehört? Wirklich? Hat doch aber auch schon mal mitgespielt. Doch, Shadow hast du bei Palworld. Bei Palworld, genau. Da hat er doch schon mehrmals mitgemacht.
Aber wir haben noch nie die Shadow gehört. Ja, ob das so wahr ist? Palworld ist doch nicht lange her. Die Waffe weg. Sag Bescheid, wenn du ready bist, ne? Dann spring mal raus. Ja, ich bin gerade am gucken. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Echt. Die Zuschauer warten! Isis Fizis. Die tapferen Abenteuer, die hierher kommen, um nach der Schlacht eine kalte Limonade zu trinken. Ich habe halt schon ein richtig geiles Amulett gefunden, aber ich kann es halt einfach nicht nutzen. Ich habe, glaube ich, bloß das von der Quest. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich vorhin ein paar verkauft, weil ich nicht ganz wusste, was es war. War so rot durchgestrichen wie das hier. Gehe ich mal davon aus, vielleicht waren das auch Amulette. Das ist möglich, ja. Und die sind einfach rot durchgestrichen, weil du sie nicht nutzen kannst. Finde ich ein bisschen schade, ist nicht so geil gemacht. Dann lege ich die Waffe noch ab. So. Jetzt aber, komm. Bin ungeduldig. Ist mir doch egal. Wo ist denn die Schmiede? Ist das die Schmiede? Ja. Die Schmiede ist... Alter, das kann ich ja gar nicht ab, dass die Karte sich so mitdreht, ne? Das hier ist die Schmiede. Also jetzt für mich rechts, gehört die Karte Norden rechts, immer nach oben. Rechts. Und nach dem Ding gleich links. Kann man das irgendwo links umstellen, dass die Karte immer Norden oben anzeigt? Ja, das kannst du im Menü einstellen. Echt? Ja, ich habe das irgendwo gesehen gehabt. Nicht Grafik, sondern Gameplay. Minikartendrehung. Minikarte drehen oder nicht? Spielerin drehen. Minikarte drehen. Siehst du? Jetzt ist die Karte. Ach da, Gameplay. Spieler drehen. Ah, Minikarte legendäre Beute. Die Schelle war, glaube ich, bei Diablo 2 oder so mal kurz dabei. Auch schon lange, lange her, wo sie nicht geschafft hat, ihre Leiche aufzuheben. Die stand direkt, weißt du, die stand direkt über der Leiche und du schaffst nicht drauf zu klicken. Heb deine Leiche auf, damit wir weitermachen können. Ich weiß doch, oh, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Können wir so, los? Dann wäre ich soweit. Achso. Du musst Palworld zocken, solange es noch nicht gelöscht ist. Wolverine Waves habe ich auch jetzt gedownloadet, ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich es spielen werde. Ey, lass nochmal zurück in die Stadt gehen, ich kann mir bei der Schmiede noch was holen. Ein Scherz. Mir haben so 10 Münzen gefehlt für 9000. Ja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine Axt für diese Bäume oder irgendwas für diese blöde Tür oder allgemein Amulette und so ein Zeug. Für was denn? Ja, wir kriegen die Bäume dort nicht weg und kommen dort nicht in den Dungeon rein. Für den Schrein, weißt du? Schreinfragmente. Ich habe keine Ahnung, welchen du meinst. Ja, oben rechts, wir standen gerade direkt daneben. Da waren Bäume und dahinter war ein Dungeon. Wir kommen nicht an den Dungeon ran, weil Bäume davor stehen. Ach, ich glaube, du bist einfach zu schwach dafür. Ich hasse dich. Energie liegt schwer in der Luft. Ihr habt den Moda erreicht. Ich dachte, welche Karte ist das? Moda wäre, ich weiß nicht, Modriger? Oh, pass auf. Was denn? Pass auf. Nicht? Schade, weil bei dieser Demo, diesem Standalone kleinen Adventure, was es ja gab, von Tiny Tina, das war Sturm auf die Drachenfestung, da gab es genau so eine Szene auch. Wir gehen irgendwo hin und es soll irgendwie übelst gruselig sein. Es war aber voll bunt und voller Feen und Glitzer und so. Und die Tiere so, oh, ja, eigentlich hast du recht. Hat die ganze Map geändert und auf einmal war alles gruselig und schlammig und alles voller Baummonster und so ein Zeug, weißt du? Ich dachte, genau das gleiche machen die jetzt nochmal. Weil es klang gerade so. Ich dachte, wenn es modrig heißt, müsste es ja auch modrig sein.
Hab jetzt echt erwartet, dass es kommt. Mist. Die Map habe ich leider schon durchgespielt. Auf der Map habe ich Level 14 erreicht. Aha. Meinst du das? Wie modrig reden wir hier? Wir brauchen eine Moderwertung. Also bitte bewerte doch mal den Moder. Oder? Oh, ich soll eine Moderwertung abgeben? Naja, es ist Moder, oder? Weit oben auf der Moderskala. Ganz schön modrig. Ich habe noch nie einen modrigeren Haufen aus Dreck und Pilzen gesehen. Geht gerade nicht. Ich hab das Gefühl, die Viecher jetzt hier im modrigen Sumpf werden wahrscheinlich giftresistent sein, oder? Was? Weiß ich nicht. Zeit für einen Zauberspruch. Dein Eiszeug wird hier wahrscheinlich gut ankommen. Was habe ich denn gerade für drin? Was ist das? Brauchen wir erstmal gerade. Keine Ahnung. Du sammelst einfach alles auf, ne? Wieso denn nicht? Ach, eine Pistole für 122 ist ja. Die Pistole? Was? Achso, du sammelst alles ab grün auf, hast du gesagt. Genau. Hier unten war nichts. Das war woanders. Warum liegt da hinten was Grünes? Hast du es abgeworfen? Kann sein, ja. Sidequest. Ist jetzt auch so ein Ding. Machen wir erstmal Sidequest oder machen wir die Main Quest? Wie groß? Die Map ist riesig. Also die Sidequest, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ob wir sie sofort machen, ist was anderes. Sonst rennen wir tausendmal hin und her, ne? Ja. Belohnung. Ritterpflichten. Ein tapferer Held braucht Mut, Ehre und eine mächtige Waffe. Hilf Claptrap, wenigstens eine dieser Voraussetzungen zu erfüllen. Claptrap. Sei gegrüßt und willkommen, Knappe! Es ist eine solche Ehre! Für dich, Mika! Du hast es geschafft! Gut gemacht! Zumindest für einen Knappen! Jetzt ist eine solche Ehre für dich. Bamhamut. Bamhamut. Das zur Lochzaubernadel geschmiedet wurde. Das, ja. Diese Liebesgeschichte klingt zunächst sehr seltsam, aber wenn die Legenden wahr sind, war es ein wirklich gut aussehendes Fass. Genau. Da mischt keine Hand die andere. Also ich glaube, ich habe den kompletten zweiten Tag, den ich das Spiel gespielt habe, auf dieser Karte verbracht. Auf dieser? Du warst hier schon? Ja. Wieso das denn? Weil hier so viele Missionen drauf sind. Es geht nicht über eine sauber erledigte Aufgabe. Keine Zeit für Gebete! Okay. Hier im Haus ist, glaube ich, ein Würfel. Ich nehme mal die Quest hier mit. Uns Lymphen geht es furchtbar schlecht, weil dieser schreckliche Virus sein Unwesen treibt. Wir sind am Rande der Vernichtung und brauchen eine Heldenfigur. Ein Lump, so wie ein Schlumpf? Wenn das nicht zutrifft, komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau, König. Ich habe diese Idioten in meinem Königreich satt. Ein Becher Cola in der Taverne ist doch kein Date. Und meine Eltern sind auch keine Hilfe. Heirate reich, sagt meine Mutter. Heirate der Position wegen, mein Vater. Was ist mit der Liebe, frage ich. Aber sie lachten mich nur aus. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich habe bei Komm nicht her, B&B, einen Leuchtturm gemietet. Ich lebe.
mich kurz hin, verfluche mich zu ewigem Schlaf und warte, bis meine wahre Liebe mich aufweckt. So, die grünen Pilze mit einem ganz komischen Kopf können explodieren. Nur so als Vorwarnung. Kommt man denn hier hinter das Haus? Meintest du, hier wäre ein Würfel drin? Nee, ich habe mich getäuscht. Aber guck mal, da hängt so ein Boot. Und ich hätte gedacht, dass man vielleicht über das Boot irgendwie... Aber ich traue mich nicht zu springen, weil ich sonst wahrscheinlich sterbe. Nee. Nee, du kannst ja hier an der Seite ins Haus gucken. Da ist ja nichts drin. Ja. Das ist dann ist irgendein anderes Haus. Ich weiß nicht mal, ob das Haus, was ich meine, auf dieser Karte ist, Alter. Wie was gesagt, weißt du überhaupt, hä? Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal und es ist sehr viel Info auf einmal gewesen. Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart. Gern geschehen. Ich glaube, mit meinem Gift mache ich ja echt nicht viel Schaden. Das ist ein bisschen schade. Wo wollen wir denn jetzt erstmal lang? So viele Quests hier auf einmal. Ich sag ja, ich habe fast einen Tag auf dieser Map verbrach und ich glaube, ich bin nicht mal fertig gewesen mit allen Quests. Oh Gott. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir erstmal die Quests machen, wo man diese Lady aufsuchen muss. Weil das müsste direkt hier vorne gewesen sein. Das ist ein Würfel. Hast du einen Würfel gefunden? Mhm. Bist du denn? Ach, da unten bist du mal. Der Glücksfaktor steigt. Kann man da durch das Wasser laufen? Denkst du? Bisschen flach hier. Hier kann man durchlaufen, ja. Hier ist noch ein Würfel. Interessant, dein Würfel hat viel besseres gedroppt. Halt mehr können das, ne? Da oben sehe ich schon den nächsten Würfel, aber da kommen wir noch nicht hin. Wer behauptet das? Was ist das jetzt? Halt Bade! Ah, das ist Torque, oder? Ja. Geil, Torque ist cool. Das ist der einzige Waffenhersteller, der richtig krass drauf ist. Also es gibt ja diese großen Firmen hier, Hyperion und sonst was, ne? Und Torque hat halt auch seine eigene Firma. Und der macht halt meistens so explosive Sachen. Also alles, meistens Waffen von Torque haben Explosiv-Effekt mit drauf. So. Und da ist alles mögliche dabei. Schrotflinte, wo jede einzelne kleine Kugel explodiert und so ist. Torque ist geil. Das klingt nicht schlecht. Torque will einfach bloß bum bum. Hier ist die nächste Quest. Mögt ihr Metal? Ja, blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wenn nicht. Also da läuft so eine Art kleiner Bandwettbewerb im Wald, bei dem euer Talent gefragt sein könnte. Für den Metal. Alle Quests. Oh, wenn wir hier schon sind, wollen wir die Quest machen? Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man alle Quests gleichzeitig aufnimmt. Ich mache das eigentlich immer so, dass man jede Quest einzeln macht, damit man dann auch noch den Zusammenhang zwischen den Quests versteht. Aber weil ja auch hier andauernd die Gegner neu spawnen, ne? Wenn du jetzt quasi eine Quest machen gehst und wieder zurückgehst, die nächste nimmst, dann musst du wieder da lang, dann sind die Gegner wieder da. Ja, verstehe ich das halt ausnahmsweise mal. Aber ich glaube, in dem sollten wir jetzt erstmal anquatschen, oder? Für die Main-Story? Du musst auf den lila Kristall schießen. Warte mal.
sprich mit Torg. Ich muss den Ozean überqueren und dem Dragon Lord meinen Stiefel in den Hintern rammen. Für den ersten Teil brauche ich deine Hilfe. Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schiffblitz und große Explosion. Und den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner eigenen kulturellen Vorurteile. Drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr auf die Kette, seit meine magische Laute nicht mehr funktioniert. Was ist denn mit deiner Laute? Deine Gitarre, meinst du? Ich weiß nicht. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wohl schmaggelt. Habt sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Faustschlagfee gewonnen. Die Faustschlagfee? Ah, ich dein Problem. So geht es vielen Barden. Keine Sorge. Also, du musst die Laute spielen und nicht als Knüppel nutzen. Voll die abgefahrene Idee. Genau deshalb bist du ein Held. Laute Solo! Laute! Diese Kristalle sind böse, als ich dachte. Sie entziehen dem Wald die Seelenenergie. Und schicken sie zu mir zurück. Darum kann ich sowas tun. Plötzlich greift eine Horde Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Oh. Sie kam aus diesem Schattenkristall raus. Du musst sie mit deinen Schattenwaffen und Schleichen vernichten. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer her. Gefühlt ist meine Klasse einfach so scheiße. Ich weiß nicht, also meine ist gerade auch noch nicht wirklich besser. Es fehlen so richtig die Synergien. Oh. Ein K.O. Oh. Weiß ich, was ich da abbekommen habe. Vielleicht ein Pass. Danke. Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Oh, da ist einer. Siehst du? Das gefällt mir irgendwie. Da kommst du noch von der anderen Seite ran. Auch einen auf Magie, ja, ich bin dran. Weil was? Es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder nutzen. Wie? Bäm, jetzt siehst du dumm aus. Ach, hier ist ein Pilz, ne? Nee. Nö, ich bin einfach von hier unten gesprungen. Hier, von dem Stück. Irgendwie habe ich es geschafft. Ja. Bist du angekommen? Ich spioniere mit meinem dritten Auge. Auf der anderen Seite ist halt extra ein Pilz dafür, dass du noch hochkommst. Brauche ich nicht.
Sind wir hier bei Super Mario oder was? Oh, geile Pilze. Was für Hippies. Weil Emotes eigentlich wegzuschmeißen ist Schwachsinn, ne? Die verkaufen sich für übelst viel. 900 oder sowas, ne? Was denn? Na, wenn ich doppelte Emotes hab oder doppelte Kostüme, dann schmeiße ich die immer runter. Aber die sind eigentlich übelst viel wert, ne? Verkaufen? Ja. Ich schmeiß die immer raus. So, wo bist denn du jetzt? Aha. Ich sammle immer alles auf, egal was das für eine Wertung hat. Wichtig ist ja Verkaufspreis. Wollen wir da jetzt hier in der Mainquest da weitergehen, in die Richtung zum Torg? Oder erstmal gucken, was hier noch alles war? Vielleicht, wenn wir dann hier oben beim Torg waren, dann vielleicht mal hier reingehen und gucken, weil ich glaube, irgendeine Sidequest hat doch hier hingeführt. Müssen wir mal durchklicken, wo die alle hinführen. Weißt du? Mach doch. Drück doch eher. Das siehst du aber nicht. Ich muss immer hin und her klicken, das ist blöd. Nee, musst auf der Karte einfach eher drücken. Was? Ja. Quest wechseln. Ah. Cool. Guck mal, eine war sogar da unten. Da können wir nochmal zurückgehen. Finde die Lady vom See. Ganz wie du willst. Ja, komm. Lady vom See. War doch gleich dort. Wie gesagt, da machen wir wirklich alle Quests durcheinander. Naja, ist halt so. Sei gegrüßt, Wasserweib. Ich suche die legendäre Lochzaubernarte. Sag mir alles, was du weißt. Wie? Die was jetzt? Oh, tut mir leid, aber ich sage kein Wort, solange meine verdammten Kobold-Nachbarn nicht mit diesem Getrammel aufhören. Die Lady vom See ist ja eigentlich... gehört ja eigentlich zu dem ganzen hier Excalibur-Mythos, ne? Versuchen wir es doch mit Vernunft. Beziehungsweise das Schwert hieß dann noch ein bisschen anders. Es wurde dann irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr was umgeschrieben, aber die Lady vom See gehört zu König Arthurs, Excalibur und den ganzen Mist. Aber ich glaube, so sah sie nicht aus, die Lady vom See. So sah sie, glaube ich, nicht aus. Kobold-Trommeltanz. Hippies! Das sind Hippies! Knallt sie alle ab. Nieder mit den Hippies! Sind wir schon da unten? Ich glaube ja. Die Trommler sind verstummt. Können wir jetzt über Arkan-Sprengstoff reden? Du suchst also nach der Lochzaubernarte, wie? Was? Na, du bist aber etwas ganz Besonderes. Lochzaubernarte? Hör zu, Schätzchen. Wenn du den Zauber willst, musst du zu diesem Trottel Merlin. Der wird aber nur mit dir Merlin. Reden, wenn du das Schwert Extrakaliber trägst. Doch sei gewarnt. Extrakaliber. Es wird von Merwins Lakai Lance bewacht. Hierfür braucht es einen starken Willen und Bizeps. Einen starken Bizeps? Sieh mal, Lady. Ich habe mehr Kraft in meinem kleinen Servomotor, als du in deinem ganzen... allem. Ich wette sogar, mein schwaches, dürres, unterernährtes Knäpplein könnte es mit dir aufnehmen. Oh, ist das so? Na dann mal los, du harter Knochen. Oh, was? Warum müssen wir jetzt auf einmal kämpfen? Weil Roboter sie beleidigt hat. Scheiß Claptrap. Immer. Ruiniert immer alles. Was ist das denn? Alter, voll die Riesenwelle.
den Bauchplanscher gemacht oder was? Junge, wo bin ich denn ganz hin teleportiert, Alter? Hat sich sonst wohin geschoben, die Welle, ne? Ich hab mich fast zu den Goblets zurückgeschmissen. Extra Kaliber. Jetzt oder machen wir erstmal noch was anderes, was hinter Nähe ist? Das da könnten wir. Dann ist aber wirklich alles quer durcheinander, ne? Ganz wie du willst. Ja, komm, sprich mit Lumpfine. Ich will nicht dreimal über die Map laufen, weißt du? Wäre doch scheiße. Kann ich absolut nachvollziehen. Kommt man darüber? Ah, das ist wieder die Stelle hier. Ah. Ja. Wie habe ich das? Oh, das ist direkt der nächste Würfel. Warum geht das jetzt nicht mehr? Bin ich verarscht? Noob. Der nächste Würfel? Richte kurz deine Aufmerksamkeit hier rauf. Mehr Glück für dich, Mamacita. Mamacita. Was? Nur eine Sache gedroppt? Scheißwürfel. Bei mir auch, ne? Ein grüner Gegenstand. Weinilumpf, Öderlumpf, Grinselumpf, Psycholumpf, Hirflumpf. Hallo, sind die, Fremdling. Die Lumpfe. Ich fürchte, ich kann nicht bleiben, um dich gebührend zu begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lumpfine und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich mit dem alten Lumpf. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Fremdling, ich muss mich an die Truppen wenden. Pass gut auf, ihr Lümpfe. Die Mission für die Hände bleiben hier oben ist der nächste Würfel. Dieser böse alte Grieskram von einem Zauberer hat unseren Mitlumpf entführt. Aber wir werden ihn befreien. Das ist mal ein Glückswürfel. Folgt mir, meine Lümpfe. Zu Befehl, meine Frau Königin. Habt ihr dann Glückswürfel gefunden? Wir werden euch bis zum Tod. Ich will gerade diese Pilze vor der Tür. Oh. Endlich! Auch diese Art hat ewig gedauert. Heute werden wir nicht gefressen. Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Wir sind noch am Leben. Immer noch Hoffnung gibt, dass die Dinge besser werden. Immer noch nicht fertig. Doch, irgendwie schon, aber auch ist da noch nachgewachsen. War komisch aus. Ja, die wachsen immer nach, das ist ganz normal. Achso. Hey, Hallöchen, BP. Ich dachte, ihr seid im Urlaub. Hallo, BP. Seid ihr nicht irgendwo hingeflogen? Der Würfel ist da oben. Ja, okay. Ja. Morgen geht's los. Ihr seid ab heute weg. Oh. Okay. Pilzparty, das hat er nicht kommen. Hier hinten ist noch ein Würfel. Ich bin der Pilzmann. Ich laufe jetzt los. So schnell wie ich kann. Ich hab eine Schiffspalle gefunden. Ich hier ganz ohne Not. Ich werd hier einfach von Skeletten angegriffen. Sonst bin ich tot. Ich bin so geschwitzt, du frisst mich wie. Oh, ein saftiger Pilz. Ich greif nur kurz. Der Pilzmann wurde gefressen. Glücklicher Rarara. Glücklicher Rarara. Da steht noch hoch, oder? Oh.
brauchen echt einfach so Träger auf, ne? Ja, weil da eine fette Kiste ist, das erklärt zwar einiges. Inventar voll. Ernsthaft? Scheiße, ey. Kann ich zwei schlechte Sachen ablegen, die mir nicht wehtun? Alles klar. Sei denn, du willst ins Voice kommen zum Chatten, kannst du auch gerne machen. Je nachdem, was du machen willst. Ich glaube, ich laufe eben zurück zum Start. Wir sind ja gerade nicht so weit weg davon und verkaufe meine Sachen. Ja, macht Sinn. Ich vergesse das jedes Mal, dass du dich von überall hin teleportieren kannst. Willst du teleportieren? Gehe ich aus dem Menü raus. Ich denke immer, dass du das nur von den Dingern aus machen kannst. Das liegt am Power World. Das hat mir Power World sogar bei Genshin versaut. Hörst du das? Das fiese Gelache. Ja, macht er bei mir ja auch. Ich wirke Stufe 5, Kommerz. Wir sind uns einig. Der Handel ist. Ich gerade ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwas Gutes verkaufe, was ich übersehen habe. Der Handel ist perfekt. Und so wird der Verkäufer zum Käufer. Geld! Wir sind uns einig. Ich hab mein Amulett verkauft. Scheiße. Kannst zurückkaufen. Ich weiß nicht, ob ich es hier verkauft habe. Achso. Und so wird der Verkäufer zum Käufer. Ja. Geld ist kein Gegenstand. Deswegen markiere ich die Sachen direkt mit Favorit, wenn ich die behalten will. Wie ist dein Favorit? Ja, zweimal R drücken. Achso, ja, erst Müll und dann Favorit, okay. Alles klar. Dann ist es so einfacher, Shadow. Ich habe Genshin gespielt, ja. Dann ist es auch einfacher, den Beutel auszusortieren, wenn du alle Sachen, die du behalten willst, als Favorit markierst. Jo. Alle Gegner sind wieder da übrigens, ne? Einfach durchrennen. Ah, wollte ich gerade sagen, einfach durchrennen. Scheiß was drauf. Guck mal, trotzdem stirbt was da hinten. Die Türme sind halt toll. So, dann quatschen wir mal mit Papa Schlumpf oder was? Howdy jo. Du siehst aus wie jemand, der vor keinem lumpfigen Kampf zurückschreckt. Naja. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpfigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Nein. Warum sind sie blau? Sind sie betrunken? Klumpe? Sie waren mal unsere Artgenossen. Aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Klumpfbären. Alter Lumpf! Sie kommen! Dürfen wir jetzt Schlümpfe killen? Jo. Geil. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Fähigkeit, die du spammen kannst jedes Mal, wenn irgendetwas stirbt. Ich bin unaufhaltbar! Oh. Keiner hält mich auf!
Aha. Und die spammst du jetzt. Ich hab's einmal zu viel gespammt. Ah ne, das resettet sich auch, wenn ich mir was anderem im Nahkampf töte. Geil. Du bist eher ein Nahkämpfer und fertig, ja? Ja. Da merke ich jetzt erst so richtig. Deswegen mag ich meinen Charakter auch nicht mehr so. Weil das ist eigentlich ziemlich scheiße, Nahkämpfer zu sein. Das kommt drauf an, also. Ich weiß nicht. Bei Borderlands 1 gab es auch einen Nahkämpfer. Den Brick. Der war aber übelst geil, weil der hatte dann so Skills. Der konnte, wenn der zugeschlagen hat und der Gegner war vielleicht so 5 oder bestimmte Distanz entfernt, hat er sich einfach hin teleportiert, in den Fall kann er reingehauen. Hieß, glaube ich, Sting Like a Bee. Nach Muhammad Ali halt. Angelehnt. Klingt nicht schlecht. Ja. Konnte man irgendwie die Skillpunkte resetten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also normalerweise gab es in den Teilen immer so eine Maschine, wo man auch sein Aussehen verändern kann. Und da konnte man auch die Skillpunkte nochmal resetten. Stimmt, alles aber, klar, da war das. Ja, aber an dieser Maschine habe ich hier nicht gesehen, dass man die Skillpunkte resetten konnte. Ich habe gesehen, dass man es irgendwo kann, aber ich wusste nicht mehr wo. Aber jetzt, wo du sagst, das war die Maschine in der Taverne. No, aber ich war das auch einmal dran und habe nicht gesehen, dass ich resetten konnte. Ich glaube, das war direkt das Erste, was oben stand. Echt? Ja, du kennst mich, ich bin blind für das, was ich suche, weißt du? Grundsätzlich, ja. Es ist eine verlumpfte Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauwut. Hirnilumpf hat an einem gearbeitet, bevor er von Gurgelrotz erwischt wurde. Gurgelrotz, Gargamel. Lumpfine wollte den Schlauberger retten. Sie hätte sich längst melden müssen. Könntest du nachsehen, ob es meine Frau Königin ist? Wenn jetzt noch der Riesenkatze namens Azrael auftaucht, dann mache ich. Ich muss mich um die anderen Lymphe im Lager kümmern und sicherstellen, dass niemand gebissen wurde. Sei vorsichtig da draußen. Gurgelrotz ist ein gemeiner Kerl. Ah, ich hasse diese Schlümpfe. Wenn das Gurgelrotz jemand hat, bin ich in Schwierigkeiten. Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Oh. Nö, es ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden über unsere Gefühle. Gurgelrotz hat Schlumpfine entführt. Okay. Oh, ich war gleich hier um die Ecke, dann lass da gleich mal hingehen, oder? Jo. Doch jetzt hier. Ja, genau, gerade hoch. Aber auch aufpassen, ob noch irgendwo was rumliegt. Mörserpilz. Jo, sehr schöner Loot gerade. Das bringt gut Geld ein. Echt? Ich hab zwei. Ich habe zwei dieser Taschen bekommen, das sind schon mal 2000 Münzen. Was für Taschen? Diese Rucksäcke da, die Taschen. Was für ein Rüstungsmuster? Achso, die Skins. Genau. Guck mal, das sieht ja der Rotztopf, der sieht ja fast wirklich so aus wie Gargamels Haus, hä? Gargamel ist runtergekommen, das kleine Schlösschen. Was haben wir hier?
Gargamel, komm raus! Und vergiss deine Katze nicht. Ich wollte sagen, vergiss deine Muschi nicht, aber dann beschweren sich ja wieder welche ist, ne? Kann man ja nicht sagen. Ach, guck mal hier. Ja. Schöne große Truhe gewesen. Oh, da kann man Gurgelrotz sehen. Gurgelrotz. Und die kleine Lupine, aber. Oh. Muss hier durchs Fenster gucken. Da. Die quatschen ja wirklich. Die trinken einfach Tee und quatschen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut. Rufen wir ihn mal raus. Du solltest die Lymphe vernichten. Nicht ihre Frau Königin werden. Ah, das ist ja sogar wie in der echten Story. Was machst du da überhaupt? Verstehst du nicht? Ich habe dich erschaffen. Ich bin dein Vater. Das stimmt, das war so im Original. Das ist nicht wahr. Die Schlümpfe sind immer nur männlich. Und er hat Schlumpfine erschaffen, um die Schlümpfe zu unterwandern und zu vernichten. Mist! Ach, Ruhe! Was ist denn jetzt los? Gegner! Sicherlich wusstest du, dass du den Untergang gemacht hast. Alter, wie du hier einfach rum? Weißt du? Sag ich doch, weißt du, fast so wie Rick. Einfach die ganze Zeit durch die Gegend teleportiert und Schaden gemacht. Ja, ich sag, wie es ist. Wenn du niemanden tötest damit, dann ist die Fähigkeit sofort useless. Du hast meinen Dank. Achtung, dumme kleine Lymphe! Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf! Kommt ins Dorf. Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Warum sagt er? Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Wollte ich gerade sagen, warum sagt der Gargamel oder der Gurgelrotz, wie auch immer heißt, hey ihr Lymphe, wenn ihr mich aufhalten wollt, dann kommt ins Dorf. Die sind doch schon im Dorf. Oder? Die sind doch schon in der. Ja. Du sollst wieder zurücklaufen dann. Ihr solltet euch beeilen. Ja, aber er hat die Lymphe angesprochen, nicht uns. Etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Ja. Was wollen wir jetzt sammeln? Hier vorne gleich was? Pass auf deinen Hintern auf. Oh. Azabel, Azazel, Azrael. Eine Spinne statt einer Katze. Nein! Du Monster! Bist du da wieder Hersteller? Hör mir zu! Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald ich mit den Lymphen fertig bin, bist du dran. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack.
Finde Pilzlamellen. Auch gleich um die Ecke. War das hier gleich um die Ecke? Wir Lymphe schnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. So ein bisschen auf die defensive Art. Das Schicksal hat eine weitere Seite gezogen. Oh, gar nicht geräuscht. Noch auf. Keine mehr. Das war's. Pilzlamellen. Die Uhr tickt und 1, 2, 3. Ist Lumpine jemals wieder frei? Das wirst du mir büßen. Das werden wir ja sehen, alter Mann. Oh, jetzt müssen wir so weiter rein, da können wir ja fast schon bei Tork weitermachen. Okay. Na dann. Mal auf in die Richtung.